Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zum BA Pro Mode. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage gegen die New Yorker Islanders versuchen wir heute unser Glück gegen die New Yorker Rangers. Ich werde versuchen, wieder einen Kampf anzuzetteln. Wenn wir gegen die Islanders kämpfen, kämpfen wir auch gegen die Rangers. So, starten wir mal das ganze Ding. So. Sei ein Teamspieler. Wo sehen wir den? Der erste Einsatz hat nichts gebracht, dass er tot ist. Schieß. Schauen wir mal, was der zweite Einsatz bringt. Das war eher mehr aus der Verzweiflung aus. Ein Topstorger der Los Angeles Kings. Oh, ich mach schon ein Tor. Krank. Ich will ja, dass der Scout mich wahrnimmt. Schwer, mein Einsatz vorbei oder was? Gibt's ja nicht. Erstes Drittel 0 zu 0. So, bis zum Einsatz simulieren. 0-0, 4 gegen 4. Okay. Und da schießt der Papa das erste Tor für seine Jungs. Schön und ein Insekt.
Und morgen sehen die Strebe ins Eck. Ja, kauft sich auch mehr Warrior Hunches. Dann kennt sie es. So. Bei einer 40 Sekunden und dann sind wir mal wieder komplett abseits. Ah, Ausgleich für New York. Jetzt ist der Papa wieder zurück. Und jetzt hat... Ah, verdammt! New York geht in Führung. New York geht in Führung. So, jetzt hat man mal. Was für Ablenkung sorgen. Quasi nicht mehr konzentrieren kann. So, nicht der Papa gemacht, aber passt ganz gut. Los Angeles Goal, scored by number 92, Gabriel Landeskog, assisted by number 11, Anze Kopitar, and by number 8, Drew Doughty. Time of the goal, 11 minutes 51 seconds. Oh, 3,21 genug. 3,21 genug auf der Uhr. Als Red Bull Rangers. Jetzt verstanden, Red Bull Rangers. Vielleicht will mir die Spieler zu sagen, dass ihr Red Bull trinken sollt. So, jetzt geht's auf. Letztes, entscheidendes Drittel. Schwieriges Drittel.
Das habe ich mir gedacht. Wenn ich auf den Goalie schieße, dann kommt er. Der Ranger. Der Blue Ranger. Aber er hat gegen mich keine Chance gehabt. Die Jungs lassen sie so leicht provozieren. Da, Philipp. Was ist jetzt? So. Ah, let's go Rangers. Hier ist schon das komische Red Bull Rangers. Der Red Bull Ranger. Und da macht der Papa dies. Führungstor. 3-2. Cool. Cool. Und ich krieg nur einmal einen 100er für den Scout. Zweites Tor am heutigen Abend. Schauen wir, vielleicht schon wieder ein Hattrick auch noch. War der zweite dann in meiner Karriere. Also mein Handy pfeift auch im Takt. Dreimal pfiffen. Das heißt, mein Handy verlangt ein Hattrick. Ich weiß nicht, ob es ist, gehört habe, aber... So, dann kriegen wir gerade den 50er. Ist ja wurscht. Ja, aber besser als wir gar nichts. Öff 49 hier, ein Hattrick müsste sich schon ausgehen, wenn ich sauber bleibe jetzt zum Spiel. Konzentriert. Schauen wir mal, heute mal wieder rein. Oh, 1 Minute 22. Das kann der Last Minute werden, aber. Und sie haben schon wieder ausgeglichen. Sie haben schon wieder ausgeglichen. Die blauen Teufel. Zu schwacher Schuss. Werd Overtime werden, ja. 3, 2, 1. Und Werd Overtime. Letztes Overtime-Spiel war gegen die Sharks aus San Jose.
da hinten, jetzt spiele ich da hinten, okay. Und schießt der Papa einen Hattrick? Nein, schießt er nicht. Ah, Papa HP. Wenigstens sind wir bei den Top 10 Tore nur dabei. Auf die Bank. Held ist abends cool, schon wenn ich nicht mehr werden. Aber ich war ja gerade mein persönlicher Held. Na schauen wir mal. Simulieren wir es wirklich. Oh, es gibt Penalty-Schießen. Und das letzte Penalty-Schießen haben wir gehabt. Gegen die Minnesota Wilds haben wir es gehabt. Kann es anfangen, erst den ersten der Saison anfangen. Bin halt die Schüsse, die sind nicht meine Stärken. Heben, 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 heben. Jawohl, erheben. Jawohl. Ein Punkt für Los Angeles. Jawohl, und Los Angeles liegt noch. Jetzt, wenn unser Goalie hebt, dann haben wir gewonnen. Halten. Jawohl! Und somit gewinnt Los Angeles hier in dieser Begegnung im Penalty-Schießen. Waren es da zwei Assists, Thomas? Das da geht an New York. Und der dritte ist da, bin ich. Mit zwei Toren. Zwei Toren, zwei Assists. Und ich bin die Nummer 1.
ein Star. So. Wenige Punkte, aber zumindest haben wir Punkte für die komplette Liste. In unserer eigenen Division sind wir Erster. Again, 50 goals in the season. You know, to this day, and it's always been revered as that magical mark. Ever since Rocket Richard hit it, how many years ago? And here we are, even now, after all these years, even in a different century, we still look to 50 as being a magical number in the National Hockey League. So congratulations on hitting 50. That's one time when you turn 50 that it's okay, right? All right, still to come here also on the show. Wenn man es kämpfen möge, physisch bringt, dann kämpfe ich jetzt mal. On the phone line. We go to line number two. It's the Beast in High River. How are you, sir? Feeling pretty good, another win. Yeah, you like that last night? Wenn wir da mal nach vorn simulieren. Hey, they just keep on coming and our rookie putting up another multi-point game. This guy is getting it done. Was there any volatility in the standings? Da haben wir da wieder 15.000 auf unserem Konto gehabt und kennen wir uns davon nichts. Aber zumindest haben wir was. MP haben wir auch nicht gekriegt, Training haben wir auch nichts. Assist haben wir auch nichts. Und wer surprisingly comes up with the overtime heroics? The rookie. And this is how it all played out. And in action here in this overtime, here's a chance. The rookie scores! The kid wins it! He wins it in overtime! All right, checking in on some of the other action around the league tonight. The Coyotes were hoping to take a bite out of the Stars. Dallas posts a strong effort in goal and they get the shutout in the win. The Canucks were hoping their offense would show up in a big way against the Flyers. Vancouver tore it up on this night and they easily pick up the win. Hey, we got to take a quick pause for the cause, but we got a lot more on the other side. Don't even think about leaving us. Haben uns halt das schon wieder verschossen, aber macht ja nichts. Ich möchte unbedingt weg aus Los Angeles. Ich möchte gerne, keine Ahnung, so Toronto Maple Leafs oder nach Arizona. Ja, ist klar, weil ich bin momentan Topstalker, gell? Wir sind in der Division sind wir Erster. In der ganzen Liga sind wir jetzt Gott sei Dank wieder Dritter. Die Toronto Maple Leafs haben gleiche Punkte wie die Bruins, haben aber ein schlechtes Torverhältnis. Das heißt, wir müssen jetzt mindestens nur die nächsten zwei Spiele gewinnen. Dann bin ich Topstalker. Halt. Dann bin ich Topstalker mit einem 77er Wert. Und 52 Spieltagen, 70 Punkte. Okay, passt. Nein, ich bin ich voraus. Da kommt mir auch keiner zu. Dann schauen wir uns mal den Kalender an. Wie viele Spiele haben wir denn noch bis zu den Playoffs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bis da auch. Spieltage haben wir noch. Okay. 30 Spieltage haben wir noch. Gut. Aber, meine lieben Sportsfreunde, das war's wieder für diesen Spieltag. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch.
Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der NHL mit dem HP weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HP. Servus!